Hallo zusammen, hello everybody. Ich möchte heute mal eine kleine Bastelei vorstellen. Und zwar habe ich mich meinem Steampunk-Diorama gewidmet. Today I want to present you a little work. I paid some attention to my Steampunk-Diorama. And I removed the Rocco switch and tracks and replaced them by two separate Pico, the German Pico tracks. Also ich habe die Rocco-Schienen und Weichen ausgebaut und die durch zwei Flexgleise von Pico ersetzt. Der Grund hierfür ist, dass die Steampunk-Lok von Hornby, also ein Umbau von Rory Calvert, immer auf der Weiche entgleist ist. Und auch die Pico-Lok, die ich gleich noch dazu stellen werde, die ist auch nicht so besonders glücklich gewesen mit der Weiche. Okay, reason for this change was, first I wanted to add this electronic switch that changes the direction of the loco automatically, and the more important reason was that the Hornby loco, that's a model changed by Lori Calvert, doesn't likes the Rocco switches. Or yes, so also nachdem wir also das Weichenproblem beseitigt haben und die Pendelautomatik von Schönwitz Modellbahn oder Schönwitz Modellbau eingebaut haben. Nein, nicht ich eingebaut habe. Im Singular hat mir keiner geholfen. Zeige ich euch jetzt die Veränderungen auf dem Layout. Also wir haben zum einen hier ein Stumpfgleis statt der Weiche. Die Idee ist, dass dieses Gleis einfach wegführt und außerhalb des sichtbaren Dioramenparks, also es soll ja ein Steampunk-Park sein, also was, wie sagt man da, Freizeitpark, und dieses Gleis ist stromlos, da kann ich also immer meine Lok austauschen und dahinstellen. Jetzt also zum Beispiel diese alte Pico-Lok, die ich mit einer, ja, so die ich praktisch zum Steampunk-Modell gemacht habe. Die soll jetzt hier ihren Platz finden. Und im Hintergrund kann die Lok Lorry schön rangieren oder hin und her fahren. Okay, the idea was to have two different tracks. This is not connected to power, so I can display any loco I want. That's Pico, the Pico Sonneberg, the German Pico, not the English. They are written different, but I think we spell them the same. So Pico Germany. It's a very old model, and but it runs. It can run. It does the same switching as the Hornby, and I changed it with this skull on the front, and this is from a model plane, and so I made my impression of a steampunk loco, and. Here, and I'm very proud to own this loco. I think Lori Calvert made it for a customer, and years later it appeared on eBay, and I was lucky to get it. So, ja, also wie gesagt, die Lok habe ich umgebaut. Also meine Idee von der Steampunk-Lok, die hier ist von Lori Calvert gemacht. Das hat er wohl für einen Kunden gemacht und irgendwann ist die auf eBay erschienen und ich hatte halt das Glück, die zu ersteigern. Nochmal generell zu dem
Diorama. Es ist also, soll so ein Freizeitpark sein. Und hier diese kleine Feldbahnlok, die soll quasi eine Achterbahn simulieren. Die fährt also hier hinten ins Tor rein, kommt dann hier oben wieder raus, fährt da drüben hin, verschwindet da wieder durch ein Tor. Und ja, ist halt so ein bisschen angedeutet. Was wir dann hier noch haben, da muss ich auch nochmal darauf hinweisen, das ist ein Denkmal. Das zeigt, es ist ein 3D-Druck von Laurie Calvert, den er da irgendwie auf einer Messe mal hat machen lassen und den er bei dem Drucker bestellen konnte. Und da dachte ich, wenn das jetzt schon von Laurie Calvert inspiriertes Steampunk-Layout ist, dann gehört da auch so ein Figürchen hin. Und da die ja halt in Maßstab der 00 Modelle sind, ist er eigentlich als Mensch zu groß für meine Figuren, aber für ein Denkmal genau richtig. This is a figure from Laurie Calvert, a 3D print that could be bought by the printer company, and it's a 00 scale, so it's too high for my figures, and but it's very good for this monument to praise the mentor of steampunk in 00. Okay, so far I hope you enjoyed this little video. I'll now show you some pictures from the changings I made, and I hope to see you again. Bye bye. Also das war's für heute. Es kommen dann noch ein paar Bilder von der Bahn im Bau, also was ich da so beim Bauen getan hat, und ich hoffe, es gefällt, und wir sehen uns demnächst wieder. Bis dann, tschüss.